Ende Dezember 2019 tauchen erste Berichte über eine rätselhafte Krankheit in der chinesischen Stadt Wuhan auf. Mittlerweile ist die Krankheit als Coronavirus bekannt und sie verbreitet sich rasant. Weltweit sind fast 25.000 Menschen infiziert. Etwa 500 Menschen kamen bislang ums Leben, fast alle in China. In Europa gibt es bis jetzt 26 bestätigte Corona-Fälle, 11 davon in Bayern. Österreich blieb bislang verschont. Alle Verdachtsfälle waren negativ. Im Falle einer Infektion könnte sich das Virus hierzulande aber explosionsartig ausbreiten, wie Mathematiker der TU Wien errechnet haben. Im schlimmsten Fall könnten sich bis zu 5 Millionen Österreicher mit dem Coronavirus infizieren. Herr Popper, der Mathematiker, der das errechnet hat und auch diese Grafiken angefertigt hat, die wir da gerade gesehen haben, das waren Sie, der Schritt also von derzeit noch keinem Infizierten auf mehrere Millionen, ob es dann wirklich 5 sind, können wir vielleicht noch diskutieren. Sollten wir. der ist ja schnell. Also für wie wahrscheinlich halten Sie denn heute diese Hochrechnungen? Sie haben, glaube ich, selber am Montag noch von diesen 5 Millionen gesprochen. Also die einzigen, die Symptome jetzt haben bei den 5 Millionen, sind meine Kollegen auf Universitäten, weil das, was mir da in der Intro in den Mund gelegt wurde, ist so nicht ganz der Fall. Es geht darum, aber also dass, wir haben das nicht erfunden, Sie haben das schon gesagt. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Also wir haben in unserer Forschungsgruppe ein Bevölkerungsmodell aufgebaut, mit dem wir sehr schön solche Dinge berechnen können. Da geht es darum, wer trifft wen, wie oft, wie lange dauert es, bis man infektiös ist, wie lang ist man infektiös, ohne dass man es weiß. Das ist ganz spannend. Und in der Tat kann man berechnen, dass wenn man eine sehr infektiöse Erkrankung hat, wo sehr viele Kontakt haben, keiner geht nach Hause, es passiert gar nichts, ne? Dann kommt man auf diese Zahl. Wir haben aber mit dem gleichen Modell auch zu dem Zeitpunkt ausgerechnet, dass es gar keine Infektionen gibt. Wir haben als Startpunkt genommen, Landung in Wien-Schwechat, ein Thema, das jetzt gerade hochaktuell ist. Und von dort hat man es auch in dem Video gesehen, könnte sich dann auch das ausbreiten. Ja. Das passiert über Kontaktnetzwerke. Und das, was wir damit sehr schön machen können, ist, wir können einerseits eben dieses Bevölkerungsmodell, das wir an der TU Wien, da gibt es eine Forschungsplattform, die heißt DexHelp, Decision Support im Gesundheitssystem, das können wir sehr schnell einsetzen. Und das haben wir da auch gemacht. Wir brauchen Daten dafür, nicht? Genau. Und dann geht es darum, und da kommen wir jetzt auch dazu, warum wir jetzt nicht mehr sagen, es sind 5 Millionen, sondern da fließen dann tagtäglich neue Informationen ein. Also die Daten, die dazugekommen sind, haben jetzt dazu geführt, dass Ihre Hochrechnungsmodelle auf geringere Zahlen kommen. Genau. Das ist interessant, nämlich gerade in einer Phase, wo es jetzt mehr Infektionen gibt und auch mehr Todesfälle, gerade heute, kommen Sie dann irgendwie mit den Hochrechnungen auf eine niedrigere Zahl, klingt zunächst mal etwas paradox. Klingt paradox, verstehe ich völlig. Es geht aber darum, dass wir ja jetzt schrittweise neue Informationen bekommen. Und das, was wir jetzt in den Medien hören, ist, es wird jetzt gemessen. Und wir kommen jetzt drauf, es ist sicher so, dass jetzt flächendeckend analysiert wird, auch in China. Das heißt, wir haben mehr Aufwand darin, das zu erheben. Wir wissen aber natürlich jetzt auch, dass wenn wir diese Faktoren reinstecken, wie zum Beispiel der Krankheitsverlauf ist, wie lang man infektiös ist, dass man einfach mehr Informationen hat und realistischer es berechnen kann. Jetzt aber heißt das, wenn Sie jetzt sagen, es sind neue Informationen da, die Informationen kommen ja hauptsächlich aus China, heißt das dann nicht auch, oder ich hätte jetzt als Laie den Verdacht, dass dann die Anfangsinformationen aus China nicht sehr korrekt waren? Den Verdacht habe ich sehr stark, weil wir in solchen Krankheitsausbrüchen nie voll informiert sind. Also das haben wir jetzt auch schon gehört. Das Schöne ist, diese Modelle sollen und können uns dabei helfen, mit dieser erhöhten Informationsmenge, die die Kolleginnen von der Virologie zum Beispiel jetzt erheben auf der Medizinischen Universität in Wien, können wir das besser parametrisieren und mit den Informationen, die von den Strukturen einfließen, können wir dann auch zurückrechnen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon sehr bald in wenigen Wochen auch sagen können, wie hat es denn zurückgerechnet ausgeschaut, und das bringt uns natürlich sehr viele Informationen. Und ein zweiter Aspekt ist, das haben wir auch schon gehört, die Krankenhausbetten. Für uns ist immer sehr wichtig, es ist kein Prognosemodell. Das muss man immer ganz klar sagen. Das heißt, wir können nicht die Zukunft vorhersagen. Weil ob jetzt die Patientin in Wien-Schwechat ankommt. Was ist denn eigentlich der Zweck dieser Hochrechnungen? Der Zweck dieser Hochrechnungen sind zwei Dinge. Wenn sie für Prognosen sich nicht eignen, dann können wir sagen, sie eignen sich entweder für Beschwichtigung oder für Angstmache. Nicht? Sie eignen sich für beides sehr gut. Wie wir jetzt auch gesehen haben, mit den 5 Millionen. Man muss ja dann irgendwie Entscheidungen treffen. Genau. Wofür sie dienen, ist, man kann, wenn man verschiedene Annahmen reinsteckt, und das ist das Spannende, eben sehen, was passiert dann. Und ein Aspekt ist zum Beispiel, wenn wir die Modelle rechnen, was sind die Szenarien, wo wenig passiert? Das sind die Szenarien, wo Menschen vernünftig handeln. Keine Panik ist notwendig, aber ich sollte mir die Hände waschen.
ich sollte, wenn ich krank bin, zu Hause bleiben. Und das sind aber 0815-Regeln, die auch bei der Grippe gelten. Und hängt aber überhaupt nicht von den Zahlen ab, nicht? Das gilt doch ja immer. Ja, aber das sehen wir sehr schön und wir nutzen solche Modelle zum Beispiel auch in der langen Nacht der Forschung mit deutschen Kollegen, auch darin zum Beispiel zu zeigen, warum Impfen Sinn macht. Das ist das eine. Und das zweite ist die Ressourcenplanung. Also der Kollege hat gesagt 1000 Betten. Wir sehen das noch ein bisschen dynamischer. Es gibt viele Krankenanstalten und in den Animationen. Also nicht 1000 Betten, man könnte 1000 Akutkranke gut versorgen, sagt er, nicht? Das ist eben ein schwieriges Thema. Also wir haben eine extrem gut ausgebaute Infrastruktur. Und ich glaube, das ist auch entgegen der Panikmache ganz wichtig zu sehen. Dort gibt es sehr viele Infrastrukturen, die sehr schnell und mobil und flexibel ummünzbar sind. Ja? Und das sieht man in unserem Modell auch. Wir haben dort alle Krankenanstalten drin und wir können da abbilden, und das wird auch gemacht, dass man diese roten Punkte, wo man dann sieht, wie viele Kranke, also wie viele Betten, wie viele Versorgung brauche ich. Und damit kann ich dann auch Planung machen. Haben Sie da gute Informationen? Wir haben da in dem Modell alle Krankenanstalten drin. Funktioniert das ja da, weil der Herr Schweiger auch gesagt hat, die sind ja sehr viele Player irgendwie involviert und das funktioniert sehr gut, die arbeiten alle gut zusammen. Für das, was Sie machen, ist es ja auch wichtig, dass die Daten da überall schnell herkommen. Haben wir die? Die Worte waren, wenn ich mich recht entsinne, Sie arbeiten besonders gut zusammen in Krisensituationen. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Wenn der Hut brennt in Österreich, läuft super. Also wir bereiten uns schlecht vor, sind dann wieder Krise, ist super da. Nein, wir bereiten uns, glaube ich, auch medizinisch gut vor. Ich bin ja Mathematiker und Informatiker. Das heißt, wenn ich jetzt den Medizinern ausrichten lasse, dass sie das nicht so gut machen, dann habe ich nächste Woche ein bisschen einen Stress. Nein, wir bereiten uns, glaube ich, medizinisch vor. Was ich sagen kann, ist, wir brauchen noch bessere Datenprozesse, wo wir Daten austauschen, wo wir zum Beispiel wissen, wo sind Infrastrukturen. Weil wir haben sehr viele Player, wir haben den niedergelassenen Bereich, also die Ärzte, die praktizieren, Ärztinnen, wir haben die Krankenhäuser. Und da weiß nicht immer so jeder genau, wie viele Ressourcen wir wo haben. Auch zum Beispiel bundeslandübergreifend wäre das ein spannendes Thema. Also medizinische Versorgung, glaube ich, ist wirklich, kann ich nur beiden reden. Aber Datenaustausch ist noch... Aber dass wir überhaupt wissen, was passiert, dass wir wissen, wie viele Menschen krank sind, ist, glaube ich, nicht nur ein chinesisches Problem, das ist auch ein österreichisches. Frau Beißer, Sie sind Psychologin und jetzt ist ja natürlich, wir haben es schon angesprochen, also die Daten, die man hat, die man verarbeiten kann, die man hochrechnen kann, auch wenn es jetzt keine richtigen Prognosemodelle sind, die können ja entweder die Leute beruhigen oder sie in noch mehr Angst versetzen. Mhm. Womit können wir Menschen denn besser umgehen? Mit Informationen, die es uns eher so quasi übertreiben und uns dann irgendwie in Angst versetzen, oder mit Informationen, die eher so quasi niedrig gehalten werden, sodass wir dann vielleicht das Gefühl kriegen, da wird uns jetzt aber nicht alles gesagt, man verschweigt uns sowas. Was fällt uns leichter als Menschen? Naja, Ängste sind ja vor allem eine Angst vor dem Unkontrollierbaren. Das heißt, der Mensch hat natürlich ein Bedürfnis dafür, eine ganzheitliche Information zu haben, um die Lage einschätzen zu können. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, es wird beschwichtigt, dann kann das auch wieder Angst machen, weil man das Gefühl hat, das ist ja nicht die Realität. Aber wir können uns natürlich vorstellen, wenn Sie sagen, das kann Angst erzeugen, die Zahlen, also eben die 5 Millionen sind sehr angsterzeugend. Wenn man jetzt die andere Variante, wo es weniger wahrscheinlich ist, dass es sich so verbreitet, wenn jetzt man eine Zielgruppe haben würde und das sozusagen teilt, die einen hören die Nachricht, die anderen hören die Nachricht, kann man sich vorstellen, dass aufzugmäßig sozusagen die eine Information lässt die Ängste nach oben schnellen und die andere lässt es sozusagen beruhigen. Es ist schon die Frage, sozusagen, dass man Informationen zur Verfügung stellt, die unser Handeln befähigt, die nicht in die Ohnmacht führt, sondern die genau das, der vernünftige Menschenverstand, wie kann ich mich verhalten, aber wie kann ich auch darüber bewerten? Weil bei den Ängsten sind ja die internalen Bewertungen das, wo ich ansetzen kann. Am schlimmsten ist vielleicht, wenn es einmal so und einmal so kommt, oder? Dann kenne ich mich irgendwie als Bürger nicht mehr aus. Das macht natürlich Unsicherheit, weil dann fühlt man sich natürlich auch, dann habe ich das Gefühl, ich kann ja keinem mehr vertrauen, ich kann den Informationen nicht mehr vertrauen. Da sind Sie jetzt dann natürlich auf der Verunsicherungsschiene, nicht? Die Welt ist irrsinnig grausam, weil sie ist sehr kompliziert. Ja. Spielt es eine große Rolle, dass das irgendwie eine Sache ist, wo man den Eindruck hat, das findet irgendwie an einem anderen Ende der Welt statt? Können wir damit gut umgehen oder ist das dann auch noch eher angstfördernd und sagt, wer weiß, wo das ist? Nein, das Exotische ist erstmal angsterzeugend, weil das ist unbekannt und das kann ich weniger einschätzen. Grippe ist zwar gefährlicher, aber es kommt einem so vertraut vor, weil jeder hat schon mal eine Grippe gehabt und ich bin nicht gestorben. Also insofern kann man das scheinbar besser handeln. Aber natürlich alles, was weit weg ist, hat erstmal nichts mit mir zu tun. Trotzdem, die Bilder im Gehirn, die werden ja erzeugt und darauf kommen dann auch die Gefühle, die entstehen. Helene, Sie sind Sicherheitsexperte und bieten Ihre Expertise auch Kommunen und Unternehmen an im ganzen deutschsprachigen Raum. Das, was wir jetzt gehört haben, also wir sind sehr gut aufgestellt, wir arbeiten alle gut zusammen, wir können das ganz gut irgendwie handeln. Überzeugt Sie das, was der Herr Landesrat uns sagt? Ja, aus meiner Expertise besteht Sicherheitsmanagement und nehmen wir jetzt das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement her, aus unterschiedlichen Ebenen, aus unterschiedlichen Bausteinen. Wir haben auf der einen Seite natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, die Regierung. Wir haben auf der anderen Seite die Bundesländer, die
Verantwortungsbereiche an bis hin zu den Kommunen. Und wir haben, wie wir es heute schon angesprochen haben, natürlich Unternehmen und vor allem den Bürger selbst. Und jeder dieser Bausteine sollte aus meiner Sicht entsprechend gut ausgebaut sein, entsprechend gut funktionieren. Und je besser die Bausteine ausgebaut sind, umso besser funktioniert das Gesamtsystem. Und wie ist es jetzt? Und das Gesamtsystem aus meiner Sicht ist jetzt gerade, was die Ebene Unternehmen betrifft, also wie Unternehmen auf solche Situationen vorbereitet sind und vor allem auch wie der Bürger selbst, die Bürgerin selbst, also die Bevölkerung in Österreich, wie die vorbereitet sind auf solche Themen, eher mangelhaft. Das heißt, was könnte man da tun? Wer ist dafür verantwortlich? Man könnte sagen, dafür ist ja eigentlich wieder der öffentliche Bereich verantwortlich. Von dem kommen ja die Informationen. Nicht? Ja, in erster Linie die Unternehmen sind natürlich selbstverantwortlich, dass sie, ich sage jetzt mal, den Vorgaben, den Empfehlungen aus unterschiedlichen staatlichen Institutionen Folge leisten oder diese auch entsprechend umsetzen, diese auch entsprechend in ihrem Unternehmen etablieren. Das sind klassische Konzepte, Strategien. Das ist eben, dass ich ein geschultes Team habe, ein Personal habe, das das auch bedienen kann und dass es auch regelmäßig aktualisiert und beübt wird. Nur so kann ich sicherstellen, dass mein Gesamtkonzept funktioniert. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie den Eindruck, dass die Einzelnen, also dass die Menschen, sagen der Bürger, der einzelne Bürger, nicht mit der richtigen Einstellung an solche Bedrohungen rangeht. Was müsste er denn ändern? Naja, wir leben in Österreich in einem sehr sicheren Land. Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem und das hat also ein bisschen so, ich sage jetzt mal, die deutschsprachige Mentalität, dass man so sagt, naja, es wird schon nichts passieren und wenn was passiert, dann ist schon jemand da, der mich unterstützt. Wir sind es einfach gewohnt, in einer serviceorientierten Gesellschaft zu leben. Gott sei Dank können wir heute den Notruf wählen und es ist Hilfe schnell da. Aber das heißt, das, was der Herr Schweiger sagt, führt eigentlich dann beim einzelnen Menschen zu dieser Nachlässigkeit, weil der sich denkt, die machen das schön. Wie der Herr Schweiger und das Land und der Zivilschutzverband, die machen das schon, ich muss nicht. Die Awareness fehlt aus meiner Sicht ganz klar in vielen Bereichen der Bürgerinnen und Bürger, dass man wirklich auch sagt, okay, was kann ich dazu beitragen, dass das Gesamtsystem in einer Krise, in einer Katastrophe auch funktioniert. Und das ist gerade in der Erstsituation, wenn die Krise beginnt, wenn erst die Maßnahmen schon langsam anlaufen, wenn sie greifen, dann unterstützt es natürlich extrem und hilft extrem den Einsatzorganisationen bis hin zu natürlich auch zu den Bundesländern, bis hin nach oben zur Regierung selbst. Herr Lies, Sie waren viele Jahre als China-Korrespondent für deutschsprachige Medien tätig. Derzeit sind Sie wieder in Berlin und arbeiten dort. Die Chinesen sind ja im Umgang mit der Krankheit sehr drastisch. Ne? Es gibt sehr drastische Maßnahmen. Können wir froh sein, dass das in China passiert ist, wo auch der Staat das ja im Griff hat, wenn man so will, und nicht irgendwie in einem anderen Land, wo dann der Einzelne irgendwie da ausbüchsen kann? Naja, ob China diese Krise schon im Griff hat, das kann man noch gar nicht endgültig bewerten. Also es ist ein Versuch. Was China gerade da macht, das hat es in der Dimension auch noch nicht gegeben. Ich glaube, in der Menschheitsgeschichte noch nicht. 60 Millionen Menschen unter Quarantäne, 2 Städte, die über 10 Millionen Einwohner haben. Das ist ein unglaublich logistisches Riesen, eine wahnsinnige Herausforderung. Wo man auch die Frage stellen kann, ob das sinnvoll ist. Nicht? Naja, also solange man zumindest nicht weiß, also ich würde mal sagen, die Welt kann erstmal dankbar sein, dass China diese drastischen Maßnahmen leistet, weil solange man nicht weiß, wie gefährlich dieser Virus denn noch werden könnte, ist das erstmal nur gut, dass sowas passiert. Das ist nicht selbstverständlich, aber China hat sich dafür jetzt entschieden und macht es. Aber da stellt sich die Frage, ob wir das in Berlin oder Wien auch wollen würden. Das weiß ich nicht. Es gibt, zumindest in Deutschland weiß ich, da gibt es durchaus auch Krisenprogramme. Also Gott sei Dank hatten wir weder in Österreich, in Deutschland in den letzten, soweit ich mich erinnern kann, nicht so eine große Krise. Aber wenn es so eine Pandemie geben würde oder eine Epidemie in diesem Ausmaß, dann gäbe es theoretisch auch umfassende Programme. Ob sich das dann jetzt genauso laufen würde wie in China, das war sicherlich nicht. Aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass da auch drastische Maßnahmen vorgenommen werden würden und sich die Leute, glaube ich, wenn die Bedrohung ernst ist, sich auch daran halten. Aber wie gesagt, auch in China ist das momentan ein Versuch. Und solche Versuche, also bei uns, wenn man sagt, würde das bei uns auch funktionieren, weiß ich nicht, in China oder in Wien, dann sagen sie, würden wir uns das wünschen, nicht? Würden wir uns wünschen, dass das so ist und wäre es auch machbar? Glauben Sie, dass das machbar hier wäre? Ja, natürlich ist das machbar. Also es gibt Pandemiepläne und da bin ich hier, da gibt es Berufenare, die das erzählen können, wie wir damit umgehen würden. Es ist schon klar, es ist eine schwierige Sache. Es wird für meinen Begriff jetzt irgendwie der Begriff Krise gesagt. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, was soll ich jetzt als Firma, bei uns zum Beispiel an der Uni oder in der DWH, also dem Spin-off von der TU Wien, was soll ich jetzt machen? Ne? Zu Hause schicken die Leute. Ne? Also Krise. Also ich glaube, man muss vernünftig handeln.
Und ich glaube, wir müssen uns dem öffnen. Und das wäre dann auch meine nächste Frage, eben, weil es wurde jetzt so gesagt, unterschiedliche Informationen führen zu Verunsicherung. Ich glaube, dass das eben zu schwierig schon ist, dass ich eben sagen kann, es wird so sein. Wir müssen Transparenz schaffen und wir müssen damit leben lernen, dass die Welt da draußen vom CO2-Abbau über was weiß ich was eben komplizierter wird. Und wir versuchen da Werkzeuge zu geben, um eben zum Beispiel für solche Pandemiepläne dann die Infrastruktur zu planen. Also das heißt, wo brauche ich die Betten? Wie mache ich das? Und ich glaube auch, dass die Chinesen das, nur um das jetzt auch ins richtige Licht zu bringen, das sehr gut, also ich glaube, dass sie jetzt richtig handeln, auch weil sie nicht mehr wie vielleicht vor 10, 20 Jahren darauf pfeifen, was der Westen oder die USA sagen, sondern die sind mittlerweile auch, das würde mich auch interessieren vom Herrn Li, glaube ich, darauf angewiesen, auch wirtschaftlich und politisch, dass wir nicht einfach sagen, na, die haben das nicht im Griff. Also die bemühen sich jetzt, glaube ich, wirklich. Es ist nicht mehr nur dieses Verschleiern wollen. Ich glaube, es ist, weil es wirklich sehr schwierig ist, nicht wissen, wie es, viele Tage. Das war ja mal anders, nicht? Es gab ja sozusagen den Vorgängerfall. Genau, nicht? Also es gab ja 2003, vor 17 Jahren, SARS. Das war eine Katastrophe. Also da hat, und auch wenn heute wieder teilweise Vergleiche dazu gezogen werden, wenn es zu irgendwelchen Verwerfungen gibt, dann würde ich sagen, ist das ein himmelweiter Unterschied. Also bei SARS wurde über Monate hinweg systematisch vertuscht und verschwiegen. Und dann, als es dann überhaupt nicht mehr aufhaltbar und es wirklich zu einer weltweiten eigentlich Katastrophe kam, also nicht weltweit wirkte sich die Katastrophe aus, aber es war eine Katastrophe für den gesamten asiatischen Raum. Erst dann gab die chinesische Führung damals das erst zu. Das ist diesmal anders. Klar, aber was genau ist jetzt anders? Warum läuft es? Es wird nicht mehr systematisch vertuscht. Natürlich kommt es zu Verwerfungen. Natürlich hat es auch erstmal gegeben, als es im Dezember aufkam, dass dann die örtlichen Behörden das erstmal versucht haben, runterzukochen. Aber es ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Also solange man nicht wusste, dass das von Mensch zu Mensch übertragbar ist, ist es natürlich eine schwere Entscheidung für die zuständige Behörde, da jetzt auch die Entscheidung zu fällen, da jetzt groß Alarm zu schlagen. Man wusste es ja auch nicht. Aber nachdem das dann passiert ist, und das ist dann relativ kurzer Zeit, natürlich kann man im Nachhinein sagen, hätten sie es nur noch mal ein paar Tage früher gemacht, dann hätte man es noch ein bisschen mehr eindämmen können und so weiter. Aber letztendlich ist es dann, sobald es dann bekannt war, wie infektiös das ist, wurden sämtliche Maßnahmen dann getroffen. Und ehrlich gesagt, diese Zahlen, also wir hören jetzt natürlich, dass das immer so drastisch, wieder drastisch steigt. Es ist letztendlich auf eine Art ein gutes Zeichen, weil was so das Tückische an diesem Virus ist, dass die Symptome teilweise noch gar nicht zu spüren sind, obwohl das schon... Infektion schon vorliegt. Genau. Und jetzt werden flächendeckende Tests vorgenommen und deswegen gibt es jetzt so die dermaßen hohen... Also es gibt eine neue Transparenz, ja. Und Sie würden sagen, dass der große Unterschied zu früher ist, die kommt jetzt von oben. Die ist zentral. Es gibt die Transparenz und vor allem, was noch wichtiger ist, diese Transparenz und diese Zahlen und alle Daten und so weiter werden weltweit ausgetauscht. Auch das ist der systematisch große Unterschied zu 2003, wo man sich bloß nicht blamieren, bloß nicht Gesicht verlieren vor dem Westen, vor den anderen Ländern und so weiter. Das ist völlig anders und das merkt man auch. Da muss man auch sagen, das ist was Positives an der Globalisierung. Also das Negative sicherlich an der Globalisierung ist, dass wenn so ein Virus wie in China jetzt auftaucht, dass der auch ruckzuck in 25 Ländern dann auftaucht. Zu finden ist. Aber das Positive, und das würde ich fast noch mehr gewichten, ist, wie viel Austausch auch unter den Wissenschaftlern, unter den Medizinern, unter den Behörden stattfindet. Es ist doch total beeindruckend, wie schnell dieser Virus dann identifiziert wurde von chinesischer Seite. Ein Berliner Wissenschaftler haben den Test entwickelt. Australier haben innerhalb weniger Wochen herausgefunden, wie man den Virus züchtet, Voraussetzung überhaupt einen Impfstoff zu schaffen. Und jetzt arbeiten weltweit alle daran, an diesem Impfstoff. Wenn ich mir überlege, wie lange es mit dem AIDS-Virus gedauert hat, da reden wir von Jahrzehnten, bis man da was Wirkungsvolles hatte. Und wenn man jetzt sieht, wie der Virus noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren bei SARS und vor 10 Jahren die Schweinegrippe und so weiter, wie lange das da noch gedauert hat und wie ich sehe, wie das in den letzten sechs Wochen vonstatten ging, dann sage ich, das ist doch auch ein Erfolg der Globalisierung, wie viel Wissensaustausch da stattfindet. Sie haben das ja schon angesprochen, also das geht schnell. Man könnte auch sagen, so wie es heißt, in der Theorie der sozialen Medien, das geht viral, nicht? Das ist viral. Und trotzdem bleibt immer, die Grundlage bleibt Information, aber auch die Skepsis gegenüber der Information. Und da gibt es ja nach wie vor Skepsis, ob tatsächlich die chinesischen Behörden so transparent sind oder ob es auch andere Informationen gibt. Schauen wir uns das kurz an. Menschenleere Straßen, kontaminierte Städte,
überfüllte Krankenhäuser. Diese und ähnliche Bilder kursieren im Internet. Sie sollen von den Menschen vor Ort gefilmt worden sein und die wahre Lage in China zeigen. Infizierte würden gejagt, das Klinikpersonal sei heillos überfordert. In den Krankenhäusern stapeln sich Leichensäcke. Chinesische Regierung und WHO warnen hingegen vor einer Infodemie. Gerade in Krisenzeiten würden viele Falschmeldungen verbreitet. Sind diese Aufnahmen tatsächlich nur Fake News oder ist die Lage wirklich schlimmer als offiziell dargestellt? Was würden Sie sagen, Herr Lee, sind das Erfindungen, sind das die Fantasien von Internetnutzern, gefakte Dinge? Wie geht man mit sowas um? Also ich glaube, solche Bilder sind keine Fantasieprodukte, sondern die sind echt. Nur ist die Frage, wie ordnet man die ein und in welchem Zusammenhang stellt man die? Und wenn daraus jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker draus drehen oder wie auch immer, China hat das überhaupt nicht im Griff mit solchen Bildern, dann würde ich sagen, ist das vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen.